Sola Scriptura. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. 2. Timotheus 3,16. Die Reformation im 16. Jahrhundert ist vor allem darum entstanden, weil man sich wieder auf diese Aussage versucht hat zu konzentrieren. Eben weil nicht allein die Schrift gegolten hat damals und viele Sonderlehren, extra Offenbarungen, Meinungen und so weiter vorherrschten und so letztlich die Bibel nur ein Mittel zum Zweck gewesen ist, was man dann nach eigenen Gutdünken ausgelegt hat, wie man will, und dadurch auch gründlich Missbrauch betrieben hat, wie man ja dann auch weiß anhand der vielen unseligen Dinge, die die damalige Kirche auch verbrochen hat. Ich sage nur Inquisition und was damit zusammenhängt. Sola Scriptura, allein die Schrift, darauf kommt es auch heute an. Auch heute gibt es wieder viele Irrlehren, viele Menschen, die eigene Erfahrungen, eigene Offenbarungen, die sie angeblich bekommen haben, über die Bibel stellen oder sie in gleicher Weise beachten als das, was die Bibel sagt, auch wenn das vielleicht manchmal widersprüchlich sein mag. Die Meinungen der Menschen sind im Vergleich zu dem, was die Bibel sagt, nicht zu beachten. Die Bibel hat immer recht, Gott hat immer recht. Sicherlich müssen wir die Bibel auch in rechter Weise auslegen und verstehen. Aber das ist auch kein Ding der Unmöglichkeit. Man kann nicht einfach irgendetwas behaupten und dann sagen, Gott hat das so offenbart, wenn die Bibel etwas anderes sagt. Die Reformatoren damals, allen voran Martin Luther, ging es um existenzielle Fragen. Um Fragen wie kann ich Gott erkennen und sicher sein, wie er über mich denkt und was will er von mir? Wie kann ich errettet werden? Wie können wir als Gläubige einzeln und gemeinsam zur Ehre Gottes leben? Und auch das ist die Frage, die heute Gültigkeit hat und wichtig ist. Und wir dürfen uns eben nicht von Meinungen abhängig machen, von Stimmungen, sondern uns auf das Wort Gottes konzentrieren und es ernst nehmen, Gott ernst nehmen in dieser Hinsicht. Und Gott auch durchaus manchmal direkt beim Wort nehmen. Heutzutage wird die Autorität der Bibel abgeschwächt und sie wird eben nicht mehr vollgültig als Gottes inspiriertes Wort angesehen. Man gibt menschliche Lehrmeinungen als Indiz dafür her, dass man sagt, man muss es so verstehen und man darf es nicht so verstehen. So ist es richtig, wie meine Meinung es sagt und nicht, wie es da steht. Auch das ist eine große Gefahr, so zu denken. In dem Maß, wie christliche Gemeinschaften den menschlichen Traditionen Autorität beimessen, geben sie das Prinzip allein die Schrift sola scriptura auf und schwächen somit die Autorität der Bibel ab. Man gibt, wie gesagt, persönlichen Offenbarungen und Erfahrungen einen gleichen Stellenwert und das ist ja gerade auch in der charismatischen Bewegung immer wieder zu sehen, dass Eindrücke und Bilder und Visionen als Gottes direktes Wirken angesehen werden und so werden viele verführt und in die Irre geleitet und kaputt gemacht, nervlich, psychisch, seelisch. Man greift die Bibel manchmal auch direkt an und leugnet ihre Aussagen, ihre göttliche Autorität, ihren göttlichen Ursprung, teilweise oder auch ganz. Man sagt, die Bibel ist doch von Menschen geschrieben worden und man darf das heute nicht mehr so sehen. Es gibt doch jetzt moderne Zeiten, man muss die Bibel modern auslegen, modern verstehen und darf das nicht alles so nehmen, wie es da steht. Aber wir müssen begreifen, dass gerade jetzt in dieser letzten Zeit viel an der Bibel herum kritisiert werden wird, dass Gemeinschaften es tolerieren und meinen, in guter Weise mit der Bibel umzugehen, wenn sie sie eben nicht mehr an vorderster Front stehen lassen und eben sie nicht mehr als Gottes inspiriertes Wort
gelten lassen, sondern nur noch als Beiwerk, als Mittel zum Zweck, um die eigenen Interessen irgendwie voranzubringen. Aber das ist nicht das Wort Gottes. Das ist dann meine eigene Meinung, meine eigene Interpretation. Und auf diese Art und Weise verfälschen wir das Wort Gottes oder lehnen es auch direkt ab. Und das geht nach hinten los. Für uns gläubige Christen soll und muss gelten: Die Bibel ist das Wort Gottes. Allein die Schrift, sola scriptura. Sie ist von Gott eingegeben und daher in allem, was sie uns als Wahrheit mitteilt, die völlig zuverlässige Informationsquelle und die Entscheidungsinstanz für Glauben, für Lehre und für das Leben als Christ. Und das galt damals und das gilt auch heute. Wir brauchen die Bibel, wir brauchen die Worte Gottes durch den Heiligen Geist. Wir können davon ausgehen, wir müssen davon ausgehen, dass Gott uns auch heute noch viel zu sagen hat. Und was die Bibel uns mitteilt, ist unerschöpflich. Es ist eine inspirierte Botschaft, die Mark und Bein scheidet, die die Dinge offenbart und direkt anspricht, die in das Leben eines Menschen direkt hineinspricht und ihn zurechtbringt, korrigiert, leitet, führt, bestärkt und selig macht. Gottes Wort wird nie vergehen. Und das zählt auch für die Ewigkeit. Auch in der Ewigkeit wird Gottes Wort Bestand haben. Und wie könnten wir dann hier auf Erden Gottes Wort missachten oder geringachten oder es nach eigenem Gutdünken auslegen oder selbst entscheiden, was gültig ist heute und was nicht? Damit tun wir uns selbst keinen Gefallen und ehren Gott nicht. Sola Scriptura, allein die Schrift. Was die Reformatoren damals im 16. Jahrhundert sich auf die Fahne geschrieben haben, das sollten wir auch heute, gerade jetzt in dieser vernebelten, irregeleiteten Zeit, ernst nehmen und uns darauf berufen und verlassen. Die Bibel hat Recht. Gestern, heute und morgen. Gelobt sei Gott. Amen.